Hey Leute, willkommen zurück zu Spyro the Dragon auf Japanisch. Ja, es ist jetzt wieder ein bisschen her gewesen, seitdem wir Spyro gespielt haben. Auf Japanisch. Also eigentlich allgemein, ne? So an die 4 Tage oder so. Ach, keine Ahnung. Der ein oder andere wird das jetzt als sehr viel betrachten. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, so aus Let's Player-Sicht ist das nicht gerade klug, ne? Wenn man so aufstrebt und so weiter und so fort. Also falls man aufstreben sollte. Strebe ich denn auf, ist jetzt so die Frage. Ich meine, 213 Abonnenten aktuell, das, klar, Luft nach oben ist immer. Quasi die Welt ist das Ziel oder irgendwie sowas. Was kostet die Welt? Ich nehme die Hälfte. Aber ist das nicht denn doch ein bisschen viel, die ganze Welt zu haben? Ich weiß es nicht. Ach, ich laber wieder irgendeinen Scheiß vor mir her. Lassen wir den Drachen erstmal ausreden. Ja, aber ich möchte mich noch kurz hier so ein bisschen rechtfertigen, warum ich diesen Part erst so spät bringe. Zum einen fand ich einfach den Part, den ich aufgenommen habe, einfach ziemlich kacke. Und man hat natürlich auch als aufstrebender YouTuber, als aufstrebender Let's Player immer gewisse Ansprüche an sich. Also ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie das so ist bei anderen, aber ja. So Qualitätsansprüche von wegen, ich möchte gerne kommentieren, ohne dass ich die ganze Zeit irgendein dünnsches... Also dünnsches Labern ist in Ordnung, solange der Humor hat. Aber es ist die eine Sache, irgendeinen Kack vor sich herzulabern, als gar nichts vor sich herzulabern. Denn das ist wirklich das Schlimmste, was man irgendwie in einem Let's Play wirklich machen soll. Ich weiß nicht, ich mag es lieber, wenn man in meinem... Also wenn man in Let's Play selbst... Kommentar hat, also wenn der Typ dahinter nicht ganz so still ist. Das ist eine Sache, die ich immer ganz schätze. Weil da kommt auch so ein bisschen die Persönlichkeit raus, ne? Ich meine, Gronkh wäre auf jeden Fall nicht so groß geworden, hätte der die ganze Zeit nur stillschweigend dahergesessen, ja? Ja, und zweiteres ist natürlich das Wetter. Das ist gerade in letzter Zeit wirklich sehr gut. Auch wenn es immer so heißt, der Gamer geht nicht raus. Ja, weiß ich nicht. Kommt drauf an, ne? Kommt immer auf die Person an. Also ich glaube, so komplett lässt sich das nicht generalisieren, aber zum Grundlegenden. Ja, bei mir ist immer so das Problem, ich sehe so schönes Wetter draußen, beziehungsweise ich gucke auch, ich sehe dann so in den Nachrichten, dass das Wetter heute mal besser wird, also eigentlich morgen, dass das Wetter morgen besser wird, weil ich schon im Vortag dafür schaue oder nachschaue und, wow, das war auch wieder so eine Art Proxy, oder? Jedenfalls habe ich nur keine Ahnung, was ich mit dem Wetter anfangen soll. Man sagt ja immer so, ja, gutes Wetter, das muss man ausnutzen. Wäre ja schade, wenn nicht. Ich meine, es ist schade, aber ich so an meiner Stelle, ganz ehrlich, was für Alternative. Also, ich kann entweder spielen, ja, klar. Also, ich kann das ganze Programm, was ich gerne mache, zu Hause machen. Das ganze Programm, wirklich. Aber wenn ich rausgehe, sehe ich recht wenig Optionen. Also vor allem, weil ich, ja, jetzt nicht so viele Leute kenne. Also wenn ich rausgehe, dann muss es einen Sinn haben. So sehe ich das. Wenn ich rausgehe, dann muss es für irgendetwas sein. Also einfach laufen. Ich meine, es kann auch einfach die Tatsache sein, es kann auch einfach das Ziel sein, abzuspecken, sagen wir mal sowas. Ne? Aber an solchen Tagen, wenn ich dann irgendwie... Heute war ich zum Beispiel mit dem Fahrrad draußen. Bin mit dem Fahrrad gefahren und... wow. Fast out of bounds. Also die Möglichkeit wäre da. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwie mal... ein bisschen mehr Kalorien verbrenne... fresse ich auch automatisch mehr, um diese Kalorien nicht nur auszugleichen, sondern noch zu übertrumpfen. Und am Ende des Tages habe ich wieder mehr gegessen. Als wenn ich überhaupt keinen Sport gemacht hätte oder irgendwie sowas in der Art. Wenn ich mich gar nicht bewegt hätte. Also,
Ich weiß nicht. Ich habe auch im letzten Jahr 10 Kilo abgenommen, wo ich sagen muss, ich habe keine Ahnung wie. Außer, dass ich eben nicht zur Schule gegangen bin. Das war der einzige Sinn, warum ich rausgegangen bin in meinem ganzen Leben. Nee, aber, ich weiß nicht, sobald ich mein Abitur, also nicht mal Abitur selbst, also das Abitur habe ich ja noch später abgeschlossen, geschrieben, sag ich mal. Also die Prüfungen habe ich später geschrieben, dann als noch alles quasi frei war, als man noch, ja, frei, nicht Freiheiten hatte, aber so, ne? Als noch als insgesamt so eine Art Ferienzeit war, ne? Nur halt zum Lernen für die Abiturklausuren. Ja. So, das hätte ich gerne auch noch mit. Aber ganz ehrlich, das ist, es kann jetzt auch am Wetter liegen, dass ich in den letzten Tagen, also es ist ja gerade mal so knapp 30 Grad, also fast 30 Grad ist warm. Und ich denke, das hat auch gewisse Auswirkungen auf den Körper und dass er dann mehr Wasser speichert oder irgendwie sowas in der Art. Weil ich kann mir nicht erklären, dass ich in 2 Tagen 2 Kilo zugenommen habe. Nicht abgenommen, zugenommen. Einfach so aus dem Nichts. Ich meine, gut, war Geburtstag zwischen und ich glaube nicht, dass ich so wenig gegessen habe, aber das ist jetzt allein an meinem Geburtstag. Aber so in 2 Tagen. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Ah. Gehen wir erstmal in die andere Richtung, oder? Ja. Naja, abnehmen ist immer so eine Sache, ne? Nimm mal ab. Ist immer leichter gesagt als getan. Also es. Ah, ich weiß nicht. Aber es fühlt sich auf jeden Fall besser an. Also, es ist eine Last, die ich irgendwie von mir genommen habe, wie auch immer. Also, ja. Ich würde sogar behaupten, ich habe während der Schulzeit mehr Sport gemacht als jetzt in diesem einem Jahr. Würde ich einfach mal so behaupten. Und das ist dann schon ein bisschen überraschend, ne, wenn es immer heißt, ja, es kann auch an der Ernährung liegen. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt so viele, es gibt bestimmt, das sind immer die besten Aussagen, diese, ja, wahrscheinlich ist es so Aussagen, ja. Ich sag das jetzt einfach mal. Wahrscheinlich gibt es viele Faktoren, die da mitspielen, die das beeinflussen. So. Jetzt bin ich wieder komplett still und das würde ich wieder als Kacke als Kacke einstufen. Oh mein Gott, der Part ist so schlecht, weil ich 2 Sekunden mal ruhig war. immer diese Ansprüche an sich selbst. Die Höhle ist ein bisschen Kacke. Das liegt daran, dass Spyro an sich einfach mega langsam läuft, also rennt, sprintet, wie man es auch immer nennen will, rammt. Und ja, das merkt man, das merkt man in der Bewegung. Im Body Movement von Spyro, ja. Shake that ass, Spyro. Shake that ass. So. Okay, machen wir mal hier weiter. Wobei, da oben war ich noch nicht. Ja genau, wir müssen noch Wizard Peak machen. Ich war jetzt schon kurz davor, einfach mal zu Blowhard zu gehen. Ah ja. Ich hätte auch wieder mal richtig Bock, so ein gutes altes Super Mario 64 Let's Play zu machen. Das. Also, was heißt gutes Altes, ne? Ich meine, wenn man sich auf YouTube anschaut, dann wird man wahrscheinlich wenig Let's Plays finden, die so sein werden, oder so sind, wie meins sein wird. Weil dann könnte man sich auch direkt einen Speedrun anschauen, sind wir mal ehrlich. Ich bin mir sicher, ich meine, komm, in welchem Let's Play versucht jemand einen Bomb-Clip zu machen? In Volos Let's Play, okay. Also im Bob on Battlefield, also im ersten Level. Statt den Kettenhund zu befreien, einfach eine Bombe nehmen und sich ein bisschen ausgiebiger durch das Gitter glitschen. Das macht kein Blindspieler. Das macht nicht mal ein normaler Spieler, ja. Das machen wirklich nur Speedrunner. Oh, das war die Kamera. Ja, das war wirklich die Kamera. Was soll ich machen? Die ist halt scheiße. Oh, und ich musste auch den
vierten Part, ja doch, den vierten Part, den musste ich nochmal neu spielen. Deswegen habe ich andere Lebensanzahlen. Und, also, ich habe eine andere Anzahl an Leben als vorher, also im Part davor, falls sich jemand gewundert hat. Weil ich dann doch ein bisschen zu übermütig war und Alpine Ridge mir dann so richtig die Hucke voll gemacht hat, ja. So richtig. So, dankeschön. Genau das wollte ich. Schönes, gutes, altes Spyro-Spiel. Oh, ich bin auch echt gespannt. Also vor allem diese kleinen Zauberer, ne, auf die bin ich mal gespannt, wie die aussehen. Diese down. Wenn man sie anrempelt. Die man auch nur anrempeln kann. Ja, die müssen ja auch so eine Art Metallrüstung. Also man muss ja sehen, dass sie eine Metallrüstung tragen. Und ich finde halt einfach, das sieht hier im Spiel so aus, als würden sie irgendwie so eine Art Metall-Cape tragen. Oder irgendwie sowas, was ein bisschen verformbar ist. Also so wie Alufolie, sag ich mal. Ja, es gibt Verschwörungstheoretiker mit Aluhütchen auf dem Kopf und es gibt Zauberer, so Verschwörungszauberer. Mit Alufolie als Umhang. So ein richtig schlechtes Halloween-Kostüm. Einfach mal als Roboter gehen, warum nicht? So, sterbt alle. Ich mag euch nicht. Ich meine, eigentlich mag ich euch, weil ihr seht aus wie Zauberer und keine Ahnung. Warum sollte man so einen Gegner mögen? Kann man einen Gegner sympathisch finden? Ich meine, Goombas, gut, die kann man sympathisch finden. Die haben, also es gibt ja Goombas in der Mario-Serie, die wirklich Persönlichkeit haben. Das kann man sagen, aber ich habe dieses Becken hier vorher noch nie gesehen. Ich zweifle auch so ein bisschen daran, dass es hier in der Originalversion war. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass ich das mein Leben lang einfach nur ignoriert habe. Es kann aber auch sein, dass es wirklich nur in der japanischen Version hier drin ist. Warum auch immer. Ja, um Leute zu bestrafen, die japanische Version spielen, ne? Das ist so quasi zur Bestrafung. Ja, ich glaube, das war schon immer da und ich habe es nicht gesehen. Kamera! Boah, ich hasse das Ding, ey. Eine Pest ist das Teil. Kann es sein, dass ich einen Drachen übersprungen habe? Ja, ich weiß nicht, so zwangsstörungsmäßig, ne, überprüft man ja alles 10-mal. Ach, schade. Ich wollte es mal wieder probieren. Da überprüft man ja alles 10-mal und ich muss sagen, ja, dadurch, dass ich vorhin recht durchgerusht bin in dem Spiel, in der japanischen Version, hinterfrage ich jetzt schon so ein bisschen, na, komm mal mit, ob ich nicht einen Drachen übersprungen habe, einfach aus Ignoranz. Ah, ich bin ignorant, nicht tolerant. Anscheinend, ja, das höre ich zwar selten, aber wie dem auch sei. Ich finde, das ist der mutigste Dieb von allen. Das ist wirklich der mutigste. Der steht einfach da und haut nicht ab. Also der spielt wirklich ein... Der spielt mit dem Tod, so. Gott im Himmel. Ah, also der traut sich schon ein paar Sachen, der kleine Dieb. Die anderen, die rennen um Teiche, die hauen auch ab. Aber der... Ja, der stellt sich der Gefahr. Machen nicht viele. Arigato, arigato. Arigato, arigato. Ich glaube, ich muss das I so ein bisschen mehr betonen. Das Arigato, nicht arigato. Das klingt so wie Oregano, ja. Oregano. Ah, jetzt habe ich Bock auf Pizza, warum auch immer. Also, wegen Oregano, aber ich, ist schon verständlich, dass es zu warm ist für Pizza. Also lieber so ein Eis, so ein Wassereis zum Beispiel. Ja, hatte ich lange nicht mehr. Bestimmt ein paar Jahre. Und Rems, okay. Dann haut die Kamera wieder ab, ey. Verschwindet die wieder ins Nirvana. So, ich habe noch die 4 Edelsteine auf der Rampe vergessen. Oder übersehen oder liegen lassen. Ja, übersehen anscheinend nicht, weil sonst hätte ich sie ja
sonst würde ich sie jetzt nicht in Erinnerung abrufen. So. Ja, komm, nehmen wir alles mit. Was wollte ich denn noch sagen? Ich habe mir einfach mal ein paar japanische Wörter angeschaut, ne? Ich bin ja nicht so, so der japanischen Sprache mächtig, außer zwei, drei Wörter vielleicht. Und selbst die bringe ich dann noch durcheinander. Von wegen, Arigato, ne? Von wegen Danke. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Arigato. Das muss man eigentlich am Ende sagen. Und was ich auch herausgefunden habe, Konnichiwa. Nee, Sayonara. Sayonara ist, eigentlich für... Heißt zwar Tschüss, aber ist eher in dem Maßen gemeint, dass man sich längere Zeit nicht sieht. Und da das ja nicht... Also ich denke mal, ein Wochenabstand ist hier schon mal nicht zwischen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange man sich nicht sehen muss. Ein Leben lang, ein halbes Leben mindestens. Ja, aber es ist wirklich für größere Abstände gemeint. Und deswegen würde hier Sayonara nicht wirklich sitzen. Allerdings habe ich jetzt keine Alternative, deswegen werde ich weiterhin Sayonara sagen. Ich hoffe, das verschreckt jetzt nicht die Weeaboos unter euch. Spyro, schibaraku minai uchi ni zuibun kaotsuki ga takumashiku natta na. Kono choushi de nokori no nakama no kyushitsu mo tanonda zo. Ganbatte miru. Makasete yo. Also, falls natürlich jemand, falls ein Weeaboo dabei sein sollte, was ich jetzt... Ich weiß nicht, es wäre schon auffällig, aber... Ach, keine Ahnung. Weeaboos sind weird. Mit ihrer puren Japan-Affinität. Das ist, ja, keine Ahnung. Ich will mich jetzt nicht dazu äußern. Es gibt zu allem eine extremistische Seite, sollte man meinen. Kann man so verstehen, denke ich mal. So, das sind die letzten, oder? Ja, da! Das ist ein schönes Geräusch. So, Blowhard. Dann wären wir auch mit den Magic Crafters durch. Wundervoll. Aber ich wollte noch irgendwas gesagt haben. Ich vergesse so schnell, was ich sagen wollte. Aber ich finde den Part jetzt schon besser als den alten. Der ist einfach viel gefüllter und nicht so stupide leer. Ich meine, gut, ein paar Atemzüge muss man immer noch zwischendurch machen, aber das ist halt kein Vergleich zu dem, was ich da vorher aufgenommen habe. Das, ja. Die letzte Folge, die vierte Folge war doch die Folge, wo ich dann so philosophisch über Simulationen geredet habe, ne? Komm runter, du Idiot. Feige Sau. Meine Güte. Muss ich ja nicht so anstellen. Oh, theoretisch könnte ich sofort hochspringen, ne? Ist das hier auch ein bisschen weiter? Also nie im Leben war das so nah an der Plattform. Nie. Weißt du, ganz ehrlich, nie im Leben konnte ich einfach hier so rüberlaufen. Ich musste wirklich springen. Will ich aber noch was überprüfen. Wenn ich jetzt hier stehe. Aha. Also quasi nicht stehe, sondern zwischen durchfalle, weil Spyro halt nur einen Raycast nach unten macht. Also denke ich mal. Okay, dann wird Spyro wird einfach so gedrückt, dass er wieder irgendwo auf dem Boden steht, auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Ja, verstehe ich. So. Ah ja, wir sind sowieso auch bald mit dem Level durch. Ich glaube, verhältnismäßig oder kameratechnisch wird... Wer ist es? Treetops? Wahrscheinlich das leichteste Level sein. Was ein bisschen absurd ist, klingt, aber... Ja, es ist sehr auffällig, weil da gibt's Supersprints. Also ich gehe mal davon aus, dass Treetops recht normal sein wird. So, komm mal runter.
Komm runter. Ach komm. Was ist mit dir los? Ah, geht doch. Muss ich mich erstmal richtig hinstellen. Aber wo sind wir denn hier? Wir sind nicht beim Militär. Warte mal. Ich verstehe es erst jetzt. Das habe ich mir nicht gedacht. Also nicht gedacht, als das Ding jetzt pausiert ist. Als ob! Die Explosion der Rakete hat das Ding ausgelöst. Hat das Schild ausgelöst. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Stell dir vor, du bist mitten in einem Gleitflug oder irgendwie machst einen schweren Sprung oder sowas. Und dann kommt sowas. Du wirst rausgeworfen. Oh mein Gott, wer hat auf Pause gedrückt? Ich hab... Das ist... Keine Ahnung. Also, da muss auch jemand hintergesteckt haben, der... Ich weiß auch nicht. Der hat das auf jeden Fall nicht getestet, natürlich. So ist es doch. Sonst wäre das nicht der Fall gewesen. So, Ballonfahrer, bring uns jetzt bitte mal nach... Magic, nicht Magic, sondern Beastmasters. Magic, nicht Magic Crafters, Beastmasters. So, das ist der ganze Titel der neuen Welt, die wir jetzt betreten. Das ist quasi so eine Übergangswelt zwischen den Beastmasters und den Magic Crafters. Ja, nee, so. Oh, frische Hühnchen, genau die kann ich jetzt gebrauchen. Ansonsten würde ich sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Ich hoffe, die kommt ein bisschen früher. Ich hoffe, da wird nicht mehr so viel Zeit zwischen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und bye bye.